So, meine lieben Freunde, Gears for Breakfast. Hallöchen, ihr Lieben. Press any button. Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Head in Time. Und da werden wir auch schon von einer süßen kleinen, ja, begrüßt. Wurde sich ja gewünscht, einfach mal das Spiel zu spielen, und von daher, ja, gucken wir mal, ne? Machen was Neues auf. Natürlich habe ich sämtliche DLCs. Seal the Deal, komplett neues Kapitel, die arktische Kreuzfahrt. Und drei neue Akten auf einer Kreuzfahrt, sechs neue Zeitrisse, der neue Herausforderungsmodus, Todeswunsch, ein Haufen freischaltbarer Outfits, Flares, Farben und sogar Kamerafilter. So, ja, ich würde gerne spielen. Spiel starten, ja. Super. Mit neuem Controller. Und ja, ich nehme aber mit Shadowplay diesmal auf, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Weil, ja, mal gucken, ob es so besser läuft. Gears for Breakfast. Ein kleines Mädchen liegt in seinem Bett und schläft ganz friedlich. Good morning and welcome to yet another day of space adventure. You are only 5 light years away from your destination, home. The fuel tank is full and the ship is flying at full speed. Today's to-do list contains waking up, adjusting the engine. Na gut. So, wir sind... Ja, die Kleine ist wach. Das ist super. Und ja, wir haben ein riesengroßes Kuschelbett. Ja, ein schönes Bettchen und ein Bällebad. Oh ja, erstmal baden. Juhu. Wir können da richtig drin schwimmen. Hier unten, da können wir später noch rein in die Geheimbasis. Kommt aber später. Jo, wir sind irgendwie zu Hause. Und müssen wir mal gucken, was wir machen. Wo ist denn eigentlich der Wecker, der uns die ganze Zeit so gemacht hat? Was haben wir denn hier? Oh, wir können... Guck mal, cool, Ball. Wir können Ball spielen, super. Teddybär, was haben wir denn hier? Gucken, können wir uns irgendwie umziehen? Dein Schrank ist voll, aber im Keller ist noch genug Platz für Leichen. Alles klar, Mädchen. Was haben wir hier? Ah, oh, wir haben in unserer Kiste Dingsbums ein bisschen Zeug gehabt. So, da wollen wir uns mal in die Arbeit machen. Hm? Ja, da können wir halt hier so ein bisschen rumchillen. Naja, brauchen wir jetzt nicht. So, ansonsten können wir hier im Schlafzimmer erstmal nicht viel machen. Können zuhauen. Das ist super. Gut. So. Hier gibt's irgendwas. Da müssen wir hoch. Oh, geil. Oh, cool. Können auch ein bisschen Fernsehen gucken. Oh, schön. Vor allem Dingsbums gefällt mir die Musik. Ah, schön. So, wir können halt hier noch nicht viel machen. Das bedeutet, wir gucken erstmal, was hier abgeht. Ja, 40 von 40. Und wir müssen nach Hause. Also diese Zeitstücke sozusagen ist unser Treibstoff. Hier scheint es zu klopfen. Wer klopft denn da? Au! Wir können also unseren Staubroboter halt boxen. Das tut der Kleine aber weh. Okay, dann lassen wir das mal. Was willst du denn von uns?
Was ist das? Ein fliegendes Boot? Das ist ein Raumschiff. Alle Boote müssen Maut bezahlen in Mafia-Stadt. Sogar im Weltraum. Mafia kommt rein zum Einsammeln. Nein, mach das nicht! Wir sind im Weltall, du Idiot! Haha, hast du super gemacht. Oh, was ein Drecksack. Vollidiot. So, wir werden auf den Planeten gesammelt, gesogen. Unser Tresor geht auf und unsere gesamten Zeitstücke sind weg. Nein! Nein! Und wir kommen nicht nach Hause. Ganz schön sauer, die Kleine. Jo, doof gelaufen. Die verteilen sich jetzt auf dem gesamten Planeten und wir müssen die einsammeln. Kapitel 1, Mafiastadt. Akt 1, die Stadt der Mafias. Oh je, die wollen der Kleinen echt ans Leder. Dabei will die doch nur nach Hause und ihre Zeitstücke einsammeln. Aber nein, die Mafia muss sammeln, wie viel Geld. Gut. Ladebildschirm. Dahin müssen wir. Yay! Da ist er, dieser Idiot. Hier gibt es nichts Interessantes. Also mit dem linken Trigger können wir unsere Hüte einsetzen. Oh, wer ist denn das? Wir können natürlich auch hier diese Dinger hier so ein Stück für Stück einsammeln. Hat Mafia-Freund gestern ferngeschaut? Verwirrende Wissenschaftseule sagt, kleine Mädchen können doppelt springen in der Luft. Ja, das macht Mafia unwohl mit Körper. Muss trainieren. Das stimmt. Da müsst ihr wohl trainieren, wenn die kleinen Mädchen euch besiegen. Was haben wir denn hier? Alle Wege führen zu Mafia. Nicht gut. Große Immigrationsprobleme. Wir lösen das, indem wir zur Insel ziehen. Jetzt führt kein Weg mehr zu Mafia. Alles klar. Wir können hier diese Codes einsammeln. Dann können wir, wenn wir genug Codes einsammeln können, von der gleichen Farbe, können wir auch einen, den einen oder anderen Safe öffnen. Hallo, ich bin das Headkind. Wer bist du? Ups. Super. So, wir haben jetzt diese roten Teile angesammelt. Das bedeutet, wir können den roten hier öffnen. Und dann kommt immer was Schönes bei raus. So, dieser Garn sieht bereit zum Sprinten aus. Zum Nähen benötigst du zwei Garn. Das bedeutet, damit meine ich jetzt kein Rasengarn, sondern wirklich normaler Garnfaden. Hm. Sprich, oh du Drecksack. Aua, das hat wehgetan. Ja, wir können die Mafias nicht mit normalen Händen boxen, weil die sehr stark sind. Das bedeutet, die tut sich weh, wenn sie da drüber springt. Nee, Garn ist halt so eine Art, jeder Garn hat halt so eine, die Hüte haben halt verschiedene Fähigkeiten. Und dementsprechend müssen wir auch, müssen wir die passenden Garne besorgen. High five, yay! Ene, mene, Mopel. Wer frisst Popel? Aua. Ja, das sollte man hier sein lassen. Die sind schon echt lustig, die Leute. In Klammern. Jo. Dieser Typ. Hallo, junge Dame. Ich komme aus einem weit entfernten Land. Ich habe jeden Winkel der Erde gesehen. Und jetzt verkaufe ich winzige Stücke meiner Entdeckungen. Du kannst mich Ansteckerhändler nennen. Ich verkaufe und tausche Anstecker. Ich kann dir starke Fähigkeiten und Upgrades für deinen Hut anbieten. Aber nur, wenn du genug Pons hast. Also Pons sind diese Diamanten. Wir haben jetzt 48, wir können jetzt hier, zieht automatisch Gegenstände an Scheren, ist ganz gut. Regenschirm rettet dich vor großen Stürzen, hält sich in Grenzen, finde ich. Mit verstopften Ohren nuscheln alle plötzlich. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber diesen Magnethut würde ich mir ganz gerne kaufen. Ich nehme mich mal als Sprungbrett. Danke. So, den kaufe ich mir, ja. So, dann nehmen wir die Pons. Pons, Pon-Pon.
Yay, zieht automatisch Gegenstände an dich heran. Super. Bye, bye. So, wir können hier an Equipment, haben wir jetzt nur einen Hut, weil wir neu anfangen. Und Anstecker können wir mit aktuell 3 haben. Also nicht mehr und nicht weniger. Aua, wir können uns halt noch nicht wehren. Das bedeutet, wir müssen jetzt... Aua. Wir können jetzt noch nicht so viel machen. Vorsicht. Boah. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Vor allem mit dem neuen Controller ist es auch selbst nicht ganz so einfach. So. Die ist jetzt nach da oben. Und die heult jetzt rum. Aber warum... Hey du! Da unten. Glaub nicht, dass mir nicht aufgefallen bist, dass du mich hinter... Dass du hinter mir herschleichst. Mafia Town can be a really dangerous place. So what do you say? Wanna join my little rebellion? Also, wir Kinder sollten zusammenhalten, nicht einander belästigen. Ich meine, Mafia-Stadt kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Also, was sagst du? Willst du meiner kleinen Rebellion beitreten? Oh, so nebenbei. Hast du irgendwas mit dem Zeitmüll zu tun, der vom Himmel fällt? Ja? Auweia, scheint, als müsstest du viel aufräumen, nicht? Weißt du was? Komm hier hoch und zeig mir... Und ich zeige dir, wo ein bisschen von deinem Müll gelandet ist. Super, wunderbar. So, wir müssen jetzt hier den Kran ein bisschen bewegen, dann kommen wir da auch hoch. Und jetzt können wir von da oben... Ja, wir wissen's. Alles klar, wir folgen dir. Aber... Die Kleine hat Probleme. Die ich brauch unbedingt ein Herzchen. Da oben ist eins. Ach Mist. Kannst sagen, was du willst, aber ich bin mit dem neuen Controller noch nicht so ganz konform. Ich benutze normalerweise einen 360er Controller, aber irgendwie sind die Controller ausgestorben. Die findest du nicht mehr bei Amazon. Und daher habe ich mir jetzt so einen Dingsbums gekauft. Einen One Controller. Aber der spielt sich irgendwie komplett anders und irgendwie bin ich mit den Analogsticks noch nicht ganz so vertraut. Jo, wir können jetzt den Sprinthut nähen. Super. Dieser Hut scheint sieht bereits zum Sprinten aus. Drücke LT, um zu sprinten. Super. So, wir können jetzt den Hut wechseln. Wir haben jetzt den Hut. So, jetzt können wir hier ein bisschen jumpen. Das ist doch schon mal super. Und wir haben wieder Leben. Wunderbar. Alles klar, Mädchen. Ich bin da. Zeig mir, wo mein Müll gelandet ist. Hey, ich glaube, eins einer fiel und krachte direkt in den Marktbrunnen. Hat ihn ordentlich zerspittert. Wenn du da hingehen willst, solltest du Augenkontakt mit dem Mafiosis vermeiden. Und dann wird alles gut sein. Viel Glück, neuer Rebell. Alles klar. See you later, Alligator. Ach, Mist. In Code we trust. Coole Sache. So. Hey, du. Das gehört mir. Gibst du mir, Mann? Bitte? Aha. Blödsack. So, wir haben dem jetzt den Regenschirm geklaut. Und können jetzt endlich zu unserem Hut. Aber ich würde gerne noch ein paar Pons mitnehmen. Und wir haben unser erstes Zeitstück. Super! Und wir haben jetzt einen Regenschirm. Das bedeutet, wir sind nicht mehr ganz so wehrlos. Ein seltener Sticker ist irgendwo aufgetaucht. Finde ihn. Okay. Ja, den Ladebildschirm sieht man halt, weil ich mir jetzt das aktuelle, das neueste DLC geholt habe, das Nyankusa Metro. Habt ihr im Stream, kennt ihr im Stream ja schon. So, und jetzt können wir die Mafia, jetzt können wir hier in die Küche rein. So viel haben wir jetzt hier auch noch nicht. Es ist eine Mikrowelle, damit bestrafst du böses Essen. Ah, dieser Humor von dem Spiel ist toll. Super. So, Area unlocked. Super, jetzt ist auch die Küche wieder schön. Energie für die Haupthalle wurde wieder hergestellt. Das Kapitel Mafia-Stadt ist jetzt verfügbar. Yay, wie sie sich freut.
Was haben wir denn hier? Achso, willkommen zur Online-Party. Zerschlage Dimension mit anderen und triff deine Freunde. Mach es zu einer Reise mit Spielern aus anderen Welten. Oder gib einen Partynamen ein und spiel mit deinen Freunden. Nee, machen wir jetzt später. Also wie gesagt, hier können wir Koop spielen. Ich habe das schon mal mit ein paar Buddies ausprobiert auf der auf demselben Rechner, aber so richtig geklappt hat das nicht. So, was haben wir denn hier? Was ist die Kleine denn? Irgendwelchen Weltraumfraß. Milch von geklauten Kühen. Oben haben wir ein Sandwich. Da oben haben wir so Spaghetti-Schleim mit Augäpfeln. Unten links ein Burger mit Tintenfischen dran. Ein Stück Pizza mit grünem und blauen Fischen. Na gut, dann machen wir die Kühlschrank mal wieder zu. So, ansonsten können wir hier nichts machen, sondern nur hier hin. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen weiter. Und jetzt können wir die Welt aussuchen sozusagen. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie Super Mario. So, hier sind die Kapitel, die müssen wir mit Geld freischalten. Oder wir können einen Fasskampf direkt machen. Komm, machen wir es direkt mal. Kapitel 2, Kapitel 1, Mafiastadt, Akt 2, Fasskampf. Ja, auf. Ja, das Spiel leckt manchmal ein bisschen, ich weiß noch nicht warum. Naja. So, wir müssen da runter. Yay! Nee, ich will erstmal hier gucken. Nee, da kann ich nicht lang. Okay. Wir können hier so einen Wandsprung machen. So, ich habe wieder so einen Code gefunden. In der Regel ist es auch kein Problem, wenn man diese Codestücke nicht findet. Dann geht man einfach zum passenden Tresor. Und der zeigt einen dann so sanft sozusagen, wo man hin muss. Deswegen hier unten zum Beispiel. Gucken wir das mal, ha? Also die Vögel sind aggressiv, die Mafia ist nicht unbedingt. So, Hutgarn, super. So, was haben wir denn? Erstmal weg mit den Vögeln. So, Tresor der in Stadt gehören Mafia. Finger weg. Mafia-Scherz. Kind kann Tresore nicht öffnen. Tresore sicher mit Code. Warte, Mafia-Code nicht in Tasche. So, wenn wir hier hingehen, zeigt er uns in der Regel an, wo die Dinger versteckt sind und wie viele. Ja, kann auch unterschiedlich sein, aber in der Regel sind es immer 3 Stück. Von daher, hier haben wir jetzt einen. Den anderen haben wir schon. Sagt die uns ja auch schon. So, der andere, der müsste hier auf diesem Drahtseil sein. Hast sie, super. So, hier haben wir noch einen. Was für ein Mann greift bitte ein unschuldiges kleines Mädchen an? Hey. Geh von mir runter. So, wir können das Ding jetzt aufmachen. Und da ist dann meistens irgendein Hutgarn drin und ein bisschen Kohle. Also ein paar Pons. Diese Teile, zu denen kommen wir später. Von daher... Nee, ich weiß, was der vorhat. Wenn die so hochkommen, die sind immer böse. Die machen Aua. So, ein bisschen, wie gesagt, ein paar Pons müssen wir sammeln. Sonst haben wir später Probleme oder können uns nicht alles kaufen. Und ich möchte ja ganz gerne so viel wie möglich mitnehmen, ne? So. Wir können natürlich die Jungs auch verprügeln, aber das bringt halt meistens nichts, weil die lassen auch nichts fallen. So, wenn die so brennen, dann kann man nichts machen. Dann sind die unangreifbar. So, das ist immer so ein bisschen... Yay, wir haben es geschafft, super. Lass mich runter, du dummer Idiot. Hey, Kind, husch, Mafia darf keine Zeugen haben, wenn Mafia Lektion erteilt. Oh,
Das ist peinlich für Mafia. Mafia nicht sicher, was zu tun ist. Boss, was machen wir mit Zeugen? Bringt ihr Lektion bei, Jungs. Alles klar. Oh, du Ratte. Oh, Mist. Ja, das machst du super. Oh, die Musik ist geil. So, wenn die Bremse nicht uneingreifbar, außer X für einen Verfolgungsangriff. Hier so à la Sonic-Style. So, wir müssen springen und X drücken. Im richtigen Moment. So. Genug! Mafia wird sich nicht von Mädchen... wird sich nicht vom Mädchen beugen. Spüre Mafias Zorn. Der wirft jetzt hier so crazy shit-ass TNTs. Bleib stehen! Nein, ich nicht stehen! Nein! Nein, ich nicht stehen bleiben! Ich laufe! Kopf hoch, kleiner Punk! Wer ist denn hier der Punk? Sehen wir, ob Mädchen dieses Fass bewältigen kann. Ja, easy! So, die machen exakt eine Runde und dann machen sie bumm. Das bedeutet einfach so ein bisschen vor dem Weglaufen oder unten durch. Also von daher ist eigentlich ganz easy. So, der wird irgendwann sauer und kommt selbst runter. Das bringt nichts. Mafia muss auf Mafia-Art erledigen. Muss das auf Mafia-Art erledigen. Spüre, was Mafia alten Frauen antut. Aber ich bin ein kleines Mädchen. Boah. So, jetzt aber. Das kann ich auch. Boah. So, langsam komme ich mit der Steuerung wieder rein. Super. Wunderbar. So, dann ist dieser Lümmel weg. Und wir können unser Zeitstück sammeln. Wunderbar. Yay, supi dupi. Kannst du denen glauben? Was für ein Haufen Loser. Ich habe dich gerade vor denen gerettet. Ja, das ist ein Rotkäppchen, ein blondes Rotkäppchen mit Schnurrbart. Hey, du bist ziemlich okay, neues Kind. Hast du einen Namen? Nein? Bist du schüchtern? Ist okay. Du bist also eher ein weniger reden, mehr kämpfen Kind. Dieses Ding, das du da namens, sammelst du sie? Weil ich weiß, wo mehr von ihnen sind. Seitdem du hier angekommen bist, sind sie vom Himmel gefallen. Ich habe gesehen, wie die Trottel sie zu ihrem Hauptquartier ganz nach dort oben schleppen. Wir sollten da hingehen und den Müll und deinen Müll besorgen. Das wird spaßig. Ich nehme an jeder Gelegenheit teil, wo man mit den Mafia rumscherzen kann. Schlägst du ein? Yes! Mustache Girl! Best Friend! Friends! Yeah! Nichts kann die beiden aufhalten. Super. Mach ich auch gleich mal weiter. Ich mache die Parts ein bisschen größer. Und dann habe ich nicht so viele. Intruder-Alarm. Eindringling-Alarm. Oh nein! Wer ist da drin? Ah, Mustache Girl. Okay. Gut. Wir müssen jetzt mit der quatschen. Dann erzählt ihr uns ihren Plan. Und mit dem Regenschirm kommen wir jetzt auch unseren Saugroboter. Aua. Verprügeln. Der lässt dann so Dinger fallen. Nein, meine Platine. Der geht halt nicht wirklich kaputt, aber... Der hat Probleme. Guck mal, wie der sich anstrengen muss, der Kleine. Komm, lassen wir mal in Ruhe. So, was hast du denn da? Bist du bereit, die Mafias zu besiegen? Lass es uns sofort tun. Ich bin so aufgeregt. Hier, jetzt kommt der Masterplan. Ja. Lass uns einmal den Plan durchgehen. Alle Überfälle brauchen einen Plan, sonst funktioniert nichts. Zuerst erdrosseln wir sie. Wir erwürgen sie und schauen, wie sie um Gnade winseln. Das wird's denen so richtig zeigen. Nein, warte. Erdrosseln ist zu nett.
Wir schlagen sie so lange, bis sie alle nur noch brei sind und füllen sie in ein Glas. Dann verkaufen wir das Glas für Taschengeld. Das wird das ultimative Salz in der Wunde. Aber zuerst müssen wir es durch ihr Mafia-Hauptquartier schaffen. Sobald wir den Mafia-Boss gefunden und entthront haben, folgt der Rest. Dann wird unser Brei- und Glas-Party kein Problem. Dann wird unsere Brei- und Glas-Party kein Problem mehr sein. Wir müssen uns jedoch ausrüsten. Dein Hut ist Standard und wir sind nicht mit Standard in unserer Gang zufrieden. Garn kann überall in der Mafia-Stadt gefunden werden und wird dazu benutzt, neue Hüte zu nehmen. Das haben wir ja schon gemacht. Ich habe schon eins für dich gesammelt. So, das haben wir ja schon. Du brauchst für manche Hüte mehr Garn als für andere. Kreativ sein ist anscheinend nicht gerade kostenlos, oder? Also halte Ausschau nach Garn. Alles klar. Jetzt bist du eine Killermaschine. Los, wir werden sie fertig machen. Alles klar, Mustache Girl. So, und jetzt geht's weiter. Was haben wir denn hier? Die Maschine hat ein seltsames Signal gefunden. Das Signal sagt, ein Sticker ist irgendwo aufgetaucht. Finde ihn. Supi. Das ist alles noch nicht. Hier brauchen wir 14, um die freizuschalten. Hier brauchen wir 4. Haben wir noch nicht. Wir haben erst 2. Echt, nur 2. Hier brauchen wir 7. Also wie gesagt, das ist alles noch relativ verschlossen. Hier brauchen wir 5. Oh, 25. Ist schon eine Menge. Aber ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Weil 40 halte ich für ein bisschen wenig. So, Fasskampf haben wir gemacht. Das müssen wir jetzt für... Sie kam aus dem All. Kapitel 1 Mafiastadt. Akt 3. So, dann will ich mir das gleich mal aufschreiben. Sonst vergesse ich den Titel wieder. Alles klar, so, hier ist ordentlich die Welt am Zusammenbrechen. Und ja, hier müssen wir hoch. Und irgendwie wird das alles so ein bisschen spaßig. So, aber wir müssen hier noch mit den Leuten quatschen. Was haben wir denn hier? Oh, Waschbär. Die sind halt alle leider nicht so freundlich gedacht. Von daher, sobald wir unter denen stehen, kommen die halt runter. Was hast du denn? Diese blöde Seemöwe da drüben hat meine Kamera gestohlen. Ich würde einen Hechtsprung mit dem Right-Trigger machen, aber dieser Bauch ist zu kostbar, um drauf zu landen. Also wir kommen da, glaube ich, auch so... Ah, oh, scheiß Kamera! Oh, hat gerade so geklappt. So, was haben wir denn jetzt? So, drücke Back, um Bilder von deiner Reise zu machen. Tausche es jederzeit im Startmenü aus. Kameraanstecker, super. Wenn wir den Kameraanstecker jetzt drücken, wir können jetzt nur eins haben, dann können wir hier ein schönes Bild machen von unserer Reise. Jo, aber brauchen wir nicht. So, bababam, super. So, wir können auch nicht schwimmen, meine ich. Oder? Doch, können wir. Okay, gut. Mein Fehler. So, den Kameraanstecker können wir natürlich behalten. Der wollte nämlich nur... wie heißt... Wir können auch die... TNT, TNT, TNT! Hast du was zu sagen? Nö. Okay, dann lassen wir das mal. Ah ja, stimmt. Das war blöd. Wenn wir in Matsch fallen, dann sehen wir aus wie ein Monster. Und die Mafia, die scheinen auch nur in einer gewissen Grad schlau zu sein. Das nicht schlau, sondern die tun nur so, als wären sie so mutig. Kennt man ja von den ganzen großen Lümmeln, die nichts anderes zu tun haben. Da habt ihr es gesehen, als irgendwie nur groß rumzueiern und sich mit kleinen Mädchen anzulegen. Da muss man ja schon echt der Hammer sein dafür. So, jetzt will ich nochmal mit dem sprechen. Wenn wir in Matsch fallen, haben die halt Angst vor uns. Hast du meine Kamera? Wow, danke, Kind. Aber ich habe eigentlich einen Haufen weiterer Kameras in Reserve. Ich brauche es nicht. Ich wollte eigentlich nur einen Grund haben, um die Seemöwe anzubrüllen. Du kannst sie behalten. Alles klar, wissen wir Bescheid. Da oben gibt es noch ein paar
von diesen Dingsbums. Kommen wir hier schon rein? Oh, ja, okay. Gut, sowas gibt's auch. Und dann können wir uns halt hier durchschießen. Aber so richtig bringen tut das noch nichts. Kommen wir auch später dazu. Ich will hier nochmal was machen. Hatten wir beim letzten Mal schon, aber wie gesagt, Ponds sind halt nicht unwichtig. Och, Mann. Nein, ich hab's verkackt. Wenigstens ein paar. Ich hab doch den... Ja, das war blöd. Dieses Quack, 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 Quack habe ich verdient. So. Hier ist noch ein Gar... Ne, ein Geschenk. Oh, super. Super, der Schatz könnte zu einem anderen passen. Wir können hier verschiedene Sachen sammeln. Also so kleine Geschenke, die sind hier überall verteilt. Und... Ja. Ja, wenn wir die halt richtig kombinieren, dann kann es halt schon mal ganz schnell passieren, dass wir da einen Schatz freischalten. Und das ist dann auch immer ganz lustig. Ich weiß noch nicht, was die wirklich bringen. Die haben jetzt noch kein Problem mit uns. Wir müssen nach da oben. So, Herzchen habe ich eigentlich voll, ja. Aber Pons würde ich gerne noch sammeln. Also ich werde jetzt nicht hier alles permanent abfarben. Why Mafia never finish anything? So, wir müssen nach da oben. Aber wir müssen da, glaube ich, als Monster hin. Komme ich da so hoch? Ach, Mist. Oh, ist auf dem Bobbes gefallen. Ach, jetzt muss ich den ganzen langen Weg gehen. Ich dachte, ich könnte es irgendwie abkürzen, aber leider nicht. Von daher doof gelaufen. Da hoch muss ich. Dann mach ich das über die Ballons. Zum Krabbeln, Right-Trigger und dann zuerst stillstehen. Dann können wir hier so rumkrabbeln. Super. Gut gehauen. Ups. Ja, wir können entweder, wenn wir laufen, den Right-Trigger drücken, um hier so einen Hechtsprung zu machen. Oder wir hauen, wir bleiben stehen und dann fängt die Kleine an zu kriechen. Ja, in den Fluss dürfen wir nicht fallen, sonst fangen wir ganz ohne an. So. Auf den Regenschirm können wir nach oben springen. Ups. Ja gut, dann ist das halt doof. So, der spricht, aber der hat Angst vor uns. Was zum... Hä? Es ist ein schleimiges Weltraum-Alien. Mafia hat Raumschiff gesehen. Mafia wusste die ganze Zeit, Mafia wird angegriffen von Aliens. Das ist der Schlauste von denen. Nudeln, hab mich lieb. So, den müssen wir jetzt verfolgen. Dann lässt er ab und zu mal so ein Ding fallen. Ich will geliebt werden. Ich hab dich lieb. Knuddel mich. So, hier wird's ein bisschen tricky. Hab mich lieb, lauf nicht weg. Ich bin auch ganz lieb zu dir. Ups, nein. Oh, schön. So, da müssen wir... Oha. Ruckel die Ruck. Lass Mafia in Ruhe, du Monster. Hier, wenn Mafia dir das gibt, lässt du Mafia in Ruhe? Ja. Und sei lieb, ess dein Gemüse auf. Bringt natürlich nichts. Aber Hauptsache ein Küsschen. Super. Ja, wunderbar. Das war Akt 1 bis Akt 3. Kapitel 1, Akt 1 bis 3. Super duper. Wunderschön. Mach hier einen Schneebus und wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Macht's gut. Haut rein. Ciao.